das Phantom eines Kindes von Gott im Stich gelassen. Was ist ein Phantom? Das ist doch nur eine Illusion. Das ist eine Erscheinung, die ganz plötzlich auftritt und keinen richtigen Körper hat. Vielleicht sollten wir bei dem Begriff Kind bleiben. Das heißt im Englischen doch wohl Kind. Lady! Dieser 1412 ist ein simpler Langfinger. Kleines Ungeziefer wie ihn mache ich gewöhnlich schon vor dem Frühstück unschädlich. Mit altmodischem Umhang und Zylinder tritt er mir fast arrogant gegenüber. Leider kann ich sein Gesicht nicht richtig erkennen. Er scheint ein Monokel oder so etwas ähnliches zu tragen. Ich würde sagen, er ist Mitte 30, vielleicht sogar erst Mitte 20. Nein, er könnte sogar noch jünger sein. Hallöchen. Und, wie geht's? Der braucht doch bloß Selbstbestätigung. Die kriegt er dadurch, dass er Dinge klaut und sie später wieder an ihren Ort zurückbringt. Du hast recht. Es wird Zeit, dass wir das Spiel beenden. Herr Detektiv. Ja, ganz deiner Mann. Ich habe den Sohn des Polizeioberrats Hakuba schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ja, ich weiß. Er erwähnt ja etwas von einem ungelösten Fall, den er noch zu bearbeiten hat und ist zu diesem Zweck nach London geflogen. Mein Name ist Saguro Hakuba. Guten Abend. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Im Gegensatz zur Polizei sind Diebe Künstler. Sie entwickeln Fantasie, um an das zu kommen, was sie wollen. Kriminalisten dagegen sind langweilige Sesselpuper. Sie sind neidisch auf uns, denn uns gehört die Vision. Zeig es ihnen, Papa! Hol dir diesen Kerl! Hey, der Kommissar ist aber wirklich scharfsinnig heute. Oder ist es etwa so, dass ihm irgendjemand hilft? Dach nicht mehr doch, Megure! Sie stecken also dahinter! Was denken Sie sich eigentlich dabei, dieses Kind mit hierher zu bringen? Ich bin Shinichi Kudo, Detektiv. Es gibt ein paar Dinge auf Erden, die besser für immer geheim zu bleiben sollten, nicht wahr? Ja, es ist besser, wenn das ein oder andere Geheimnis weiterhin ein Geheimnis bleibt. Nicht alle Rätsel müssen gelöst werden. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Shinichi. Und zwar noch bevor die Glocke, die das Ende des Jahrhunderts ankündigt, aufhört zu läuten.